Was bisher geschah? Könnt ihr in Teil 1 nachhören. Und jetzt geht's weiter. Es gibt aber auch schon echt geile alte Cartoons, oder? Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel davon wir auch jetzt noch geil finden, weil wir halt damit groß geworden sind und wie viel davon wirklich geil war. Also ich gucke ja tatsächlich noch viel davon. Und ich muss zugeben, einiges ist nicht wirklich gut gealtert. Wenn ich mir so die Hanna-Barbera-Cartoons angucke, also gut, die Familie Feuerstein macht immer noch Spaß. Das, die konnte ich schon damals nicht leiden. Die sind wie so eine klassische Comedy-Serie noch. Aber so die Jetsons oder Yogi Bear. Habe ich oder alles schon als Kind nicht verstanden. Auch Scooby-Doo, die sind alle irgendwie nicht gut gealtert. Wobei ich heute auch als Zeug, mit dem kam ich als Kind schon nicht. Also gerade Scooby-Doo war mir immer zu blöd. Es kommt drauf an, also es gibt tatsächlich auch heute noch, da werden ja immer noch Filme und Serien produziert, haufenweise. Und wenn ich so Sachen gucke wie Scooby-Doo meets Kiss, das ist schon echt merkwürdig. Nein, heute flog ein Tweet über die Jetsons an mir vorbei und Wikipedia bestätigt das auch. Die Mutter ist 33 und die Tochter ist 16. Oh, okay. Ja, es wird in der Zukunft alles locker gesehen. Naja, halt nicht. Wobei mich interessieren würde, da müsste man auch meine Doktorarbeit schreiben, das politische Ökosystem in die Jetsons. Weil daran kann ich mich nämlich auch erinnern, dass die so ein paar sehr lustige politische Dimensionen hatten. Das, was bei den Jetsons interessant ist, da gab es ja ursprünglich nur eine Staffel, 1962. Und dann haben das aber 1985 bis 87 noch die Staffeln 2 und 3 produziert. Nachdem es dann so in den Wiederholungen plötzlich populär geworden ist. Und dann merkst du zwischen diesen zwei Zeiten merkst du einen gewaltigen Unterschied in der Art, wie die Geschichten erzählt werden. Und lustigerweise sind die 60er-Jahre-Geschichten besser. Dann gehen wir doch mal von den richtigen Comics ein bisschen weg. Ich denke dann an so Sachen wie die Dinos. Ah, großartig. Ist ja fantastisch. Brauchen wir nie wieder drüber. Gibt's nichts Besseres. Ist geil. Die Dinos waren einfach nur fantastisch. Ist wieder sowas, was ich nicht gucken durfte. Oh. Was? Was gab's ist denn mit dir kaputt? Hörspiele von. Aber jetzt musst du mir erklären, was war denn an den Dinos schlimm politisch? Ich habe keine Ahnung mehr. Da gab's einige sehr kontroverse Folgen. Die Drogen. Vielleicht, weil es Dinosaurier waren und die ja nicht in der Bibel vorkommen oder so. Ich, okay. ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Ich habe vieles aus der Zeit verdrängt. Nein, aber zum Beispiel bei den Dinos ist auch vollkommen in meinem Sprachschatz übergegangen. Wir brauchen einen neuen Timmy. Ja, genau. Ach, das bräuchten wir diesen Podcast öfter, einen neuen Timmy. Aber es ist tatsächlich krass, wie oft ich mir versuche, solche Dinge zu sagen. Also auch zum Beispiel das Happy Happy Joy Joy aus Ren und Stimpy. Ja. Das habe ich auch oft, ja. Aber die Dinos waren schon echt geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schreib's dir auf die Liste, gibt's die Komplettbox. Ewig keine Dinos mehr geschaut. Na, Dinos waren grandios. Also die ersten Folgen braucht man ein bisschen, um reinzukommen, aber wenn du erstmal drin bist in der Serie, ist das total geil. Und ich kenne mindestens zwei Menschen, die nur wegen die Dinos unter die Waldarbeiter gegangen sind. Tatsächlich. Okay. Eine Freundin von mir hat gerade einen Landschaftsbau gelernt wegen den Dinos und ein Kumpel von mir ist in den Forstbau gegangen, weil Baumschupfer werden. Ja. Wenn du hier dann auch auf Wikipedia guckst, da stehen dann Sachen drin wie in der Folge I never ate for my father. Da entscheidet sich der Sohn, dass er Gemüse isst. Und die anderen Charaktere verbinden das mit Kommunismus und Drogenabhängigkeit. Ja, nur, ich meine, der Schluss liegt ja nahe, nicht? Oder auch die letzte Folge, wo es irgendwie die Welt untergeht, wo die Religion sehr parodiert wird. Da fällt mir ein, es gab vor 3-4 Jahren eine The Flintstones-Comic-Serie, eine 12-teilige.
die das so ein bisschen moderner aufgemacht hat. Und da ging es auch sehr um Religion und Sozialkritik und die war so scheiße geil. Kann ich also nur empfehlen. Von Mark Russell heißt der Autor, glaube ich. Ja, ja. Und damit haben wir natürlich auch unsere Muppets wieder für diese Folge. Yay! Warum habt ihr eigentlich noch nie über die Yip Yips gesprochen? Wir müssen uns ja noch was aufheben. Yip Yips waren cool. Ich weiß gar nicht, wie die richtig hießen. Hießen die so? Die hatten. Nee, im Englischen hießen, scheinbar ja. Ansonsten ist natürlich allgemein bekannt, dass ich Elmo bin, wie wir alle wissen. Ich dachte, du bist Dela. Nein. Im Holländischen heißen die Yip Yip Sjört und Hendrik Maßmann. Etwas aus der Familie Feuerstein, das ich übrigens auch in meinen Wortschatz übernommen habe, ist: Das ist Ole, ich bin Ole, das ist Sven. Das, ich weiß nicht, warum man das so oft benutzen kann, aber es geht. Oh, wusstet ihr, dass Elmo 2012 eine Pizza auf den Mars geliefert hat an die Yip Yips? Nein, aber es ist schön. Wenigstens einer denkt an die Jungs. Jetzt möchte ich eine Pizza. Ich möchte ein Maß. Tja, haben wir noch Themen? Ach, eigentlich haben wir die Zeit auch voll. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter, machen eine Doppelfolge hier raus. Okay. Weil, wir sind auch doppelt so viele wie sonst dann. Ja, genau. Ach, übrigens, Hendrik, ich muss dich noch in die Mysterien des Badewannen-Podcasts einführen. Ja, bitte. Ich hatte ja überlegt, ob ich das in einer der Aftercast-Sonderfolge mache. Aber man kann das ja auch hier mal klären. Der erste Trick ist der, du musst betrunken genug sein, dass es dir egal ist. Okay. Check. Und damit meine ich sowohl die Aufnahme als auch das Ertrinken. Check. Der zweite Trick ist der, am besten funktioniert das mit so lustigen Kopfhörern, wie ich auch gerade habe. Die nehme ich auch gerade auf. Dann hast du nämlich nicht mehr den Hall vom Bad mit drin. Einzige Problem an der ganzen Sache ist, du hast jetzt natürlich nicht wie ich einen Rollstuhl, um das Handy drauf abzulegen. Ja, das aber da nichts. Könnte man sich ja gegebenenfalls behelfen. Ja. Und im Zweifelsfall stellst du dir dann halt einfach deine Dame als Badstufe an. Also, wir werden diese White Black Sonderfolge übrigens alle drei in der Wanne aufnehmen, aber jeder wahrscheinlich in seiner eigenen. Ich habe keine. Deswegen bist du ja gar nicht dabei. Okay. Na, du darfst natürlich auch gar nicht rückrüber, wenn du willst. Nee, da müssen wir dann aber auch noch irgendein Special machen. Also so, ich sehe so die große Dieter Krebs-Skala vor mir. Die große Dieter Krebs-Skala, live aus der Onkologie. Wir sind Dieter Krebs. Ich glaube, da wäre ich dabei. Ach. Nee, das Hauptproblem beim Badewannen-Podcasten war, dass mein Handy es völlig nicht eingesehen hat, mit dieser TeamSpeak-App zu arbeiten. Und das WLAN reicht nicht bis ganz ins Bad. Das heißt, man muss irgendwie unten Durchzug machen, dass die WLAN-Wellen mehr Richtung Badezimmer gedrückt werden und dann kann es gehen. Muss das nächste Mal einfach einen Repeater mit ins Badezimmer nehmen, dann passt das. Das ist der Nachteil, wenn man im Schloss wohnt. Tja. Du könntest dir natürlich auch einfach einen großen, zugefurzten Kamin stellen. Es ist nicht so, dass ich nicht schon darüber nachgedacht habe. Meine Frau hat diese Ikea-Schneewittchen-Särge gekauft. Weißt du, was ich meine? Mit den Rollen drunter und so. Das müsste funktionieren. Ja, da haben sogar dann die Nachbarn was von. Weil beschwert sich Schneewittchen dann nicht, wenn du sie rausschmeißt? Ich schmeiß sie nicht raus.
Nein, aber tatsächlich, glaub mir, du weißt ab einem gewissen Punkt in deinem Leben sehr zu schätzen, dass du immer kleiner wirst. Bei mir ist ja dieser Punkt schon seit 2 Jahren erreicht, dass ich jetzt mittlerweile, also ich weiß, dass ich nicht groß bin, aber ich werde ja tatsächlich immer kleiner. Unter anderem darf ich jetzt momentan springen, damit ich an meinen Wasserhahn rankomme in der Dusche. War früher nicht so. Ja. Aber der Vorteil des Ganzen ist, ich hatte ja in der Erfurter Wohnung zum Beispiel auch keine Badewanne. Sondern nur so eine flache Dusche, so ein Scheißding halt, wo ich nicht mal eine Duschwanne drin hatte. Ja. Und da kam mir dann eine Größe sehr zu Privilegien, denn es gibt zum Beispiel eben so bei Ikea oder bei diversen anderen Dingern so Wäschebadewannen. So Babybadewannen, große Badewannen. Okay. Und die haben genau die richtige Dela-Größe, dass ich da relativ bequem drin rumliegen kann. Und der zweite Vorteil ist, wir hatten in dieser Erfurter Wohnung das Problem, das war halt der letzte Scheißvereinbarung. Unter anderem mit dem Vermieter, der mir mal den Schuhschrank geklaut hat. Die Geschichte habe ich euch ja auch schon einmal erzählt. War ganz grandioser Tag. Da habe ich ja gedacht, ich muss die Axt holen. Naja, und auf jeden Fall, in der Bude gab es nie heißes Wasser. Bei denen sind wirklich regelmäßig von Dezember bis März die Wasserleitungen eingefroren. Was zur Hölle? Ja, richtig toll. Also so richtig, wie du dir Wohnen in Rand Moskau vorstellst. Lief dann darauf hinaus, dass ich dann mit dem Wasserkocher geplanscht habe. Und ich habe dann ausgemessen, also mit ein bisschen kaltem Wasser konntest du so eine Dela-Badewanne mit 5 Kannen heißem Wasser problemlos füllen. Eine angenehme Planschtemperatur. Ja. Oh Mann. Also das Konzept mit dem Zubau sollte man im Auge behalten. Ja. Ja. Sag mal, Hendrik, hast du nicht in deiner Garage auch echt große Zinkbadewannen? Nicht nur das. Wir haben entdeckt, dass unter einem Jutesack, unter dem Brennholzstapel, ein riesengroßer Wurstbottich sitzt, den man mit Feuer beheizt und dann ist oben drauf halt so eine Emailwanne. Ja, kenn ich. Mein Vater hat sowas im Hof stehen. Ja, genau sowas. Ist das derselbe Holzstapel, wo das tote Tier drin ist? Derselbe Holzstapel, wo meine tote Ratte schläft, ja. Oh. Und solange es noch kalt ist, bleibt die auch da liegen. Ja, aber dann brauchst du wenigstens kein Quietscheentchen. Genau. Ich habe eine Quietscheratte. haben 7 Schläfer einen Schwanz? Also. Ja. Okay. Die Männchen. Ach, hallo. Vielleicht ist es auch ein toter Siebenschläfer. Vielleicht schläft er auch nur und ist gar nicht. Dann solltest du ihn mal riechen, wenn er erstmal tot ist. Nein, es ist eine Ratte. Definitiv. Was zu so einer Sendung hier gehört, ich bin natürlich auf Wikipedia und gebe Geld für Cartoons aus. Das machen wir ja öfter, also meistens nach der Sendung erst einfach. Auf Wikipedia? Ja. Quatsch, Wikipedia. Ja, Wikipedia bin ich auch und dann nebendran auf Amazon bin ich. Ah. Ja, da habe ich nur einmal Geld ausgegeben und den Cartoon bzw. das Comic hast du inzwischen. Verdammter Rasenmähermann. Ich habe, wo habe ich es denn? Sonst fällt mir nicht mehr ein, was ich habe. Ach, da ist es. Für den Podcast auch gekauft, den Comic Road Rage. Mhm. Mit 2 Geschichten, mit einer von Richard Matheson und einer Geschichte von Stephen King und Joe Hill, die in Comicform erschienen sind. Werde ich mir mal angucken, vielleicht kommt das in ein paar Jahren auch mal an die Reihe. Also Richard Matheson ist generell sowieso fantastisch. Ja, bin ich auch. Und ich habe auch diesen sehr fetten Band von Harlan Ellison hier liegen, den du auch gelesen hast. Ja, der stand ja lange auf meiner Liste. Ich muss schreien und habe keinen Mund. Ja, ist fantastisch. Der wird gegen Ende schwächer, aber er fängt fantastisch an. Ja, das ist ja bei Kurzgeschichtensammlungen öfter der Fall, dass es wechselhaft ist. Habt ihr, wo wir gerade bei King-Empfehlungen sind,
Habt ihr die Spuk in Hill House Serie mal gesehen, die neue? Noch nicht. Ich hab mal angefangen, aber ich war sehr betrunken und weiß deswegen nicht mehr, wie das war. Also du kannst mir mal sagen, ob es sehr, sehr schlimm ist. Weil ich würde mich interessieren, aber ich bin echt ein stürmischer Schiffer. Ich fand es zu dem Zeitpunkt nicht schlimm. Kurz danach habe ich irgendwas mit Holger Klein gehört und der fand, es war sehr schlimm. Nee, ich meine nicht schlimm im Sinne von schlecht, ich meine schlimm im Sinne von gruselig. Weiß nicht. Aber ich habe auch gerade zur Zeit kein Netflix, also das könnte dauern. Ja, weil da, wie gesagt, ich fand halt das Buch echt toll, aber die, also so wie sie es mir darstellt, hat das Design nicht so richtig viel damit zu tun. Kann ich nichts dazu sagen? Ich ohne Netflix-Mensch. Mensch, ja. Schämst du dich denn nicht? Ansonsten doch. Bücher. Vor allem ist momentan wieder. Bücher ist momentan wieder so ein Ding. Also ich habe ja jetzt den Walter Mörs fertig. Und bin jetzt am überlegen, ob ich ein Talisman anfange schon mal oder nicht. Das der Problem Talisman? Ist, ich trau mich. Ja, der Talisman. Das Problem ist, ich trau mich nicht der dran. Der Talisman? Nein, das Buch, was ich immer mit dem Talisman verwechsel. Genau das. Darauf will ich hinaus, das wollte ich gerade sagen. Augen des Drachen meine ich natürlich. Ja, weil das Problem ist, ich glaube, ich fand das Buch toll. Aber wenn das jetzt wirklich doch wieder so ein Ding ist, was ich nur verwechsle, dann bin ich fürchterlich traurig und eigentlich will ich mir das nicht wegnehmen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich lesen soll. Dann lassen wir das einfach aus. Nein. Oder wir brechen ab. Nein. Wir müssen okay. Das bis zum bitteren Ende durchziehen. Und das wird bitter. Oh ja. Naja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt Der Outsider gelesen, den neuesten. Mhm. Und zu zwei Drittel hat das mir echt gut gefallen. Und dann kam das Ende. Ja, wie immer halt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wird es nicht ganz so schlimm sein, wenn ich es nochmal lese, dann, wenn wir irgendwann soweit sind, aber wahrscheinlich doch. Na, ich habe mir halt wirklich wohlweislich seit dem letzten Turmband, ich habe damals den letzten Turmband gelesen, wo er rauskam, und seitdem nie wieder ein neues King-Buch angepasst. Also mit dem letzten meinst du Wind dann? Na, Wind habe ich jetzt nachträglich gelesen, wo ich den Turm jetzt nochmal komplett gelesen habe, aber ansonsten, seit dem letzten Turm, also seit dem Hauptbuch vom Turm, habe ich nichts mehr gelesen seit von den neuen Sachen. Na, ich möchte sie, auch nicht. Ich möchte sie schon lesen, bevor wir soweit sind, dass ich wenigstens einmal vorher gelesen habe, weil ich doch merke, dass sich meine Meinung dann immer noch mal ändert. Naja gut, deswegen lese ich ja mit so einem großen Abstand. Ich meine, gerade die Blutgeschichten jetzt zum Beispiel, die habe ich im Sommer letztes Jahr gelesen. Und jetzt versenden wir sie. Also den Abstand, den habe ich so oder so drin, aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich das will. Für mich ist das Universum mit dem Turm zu Ende. Nein. Nein. Naja, wir werden es erleben. Aber auf jeden Fall, ansonsten habe ich hier noch irgendwelche lustigen, radikalen Weltuntergangsbücher, die relativ schwachsinnig sind. Und den ein oder anderen Terry Pratchett. Und habe ich auch einige hier liegen. Ich habe hier so verschiedene klassische Horrorautoren, also klassische Leute, die angefangen haben, als King auch angefangen hat, so muss ich sagen. Also, was weiß ich, Dan Simmons oder ja, ich habe mich auch nochmal an Dean Koontz gewagt, aber irgendwie so richtig. Ja, ich werde mit dem einfach nicht wahr. Von dem habe ich irgendwas gelesen, weil ich ein Buch in der Bahn gefunden habe. Dean Koontz ist genauso ein überschätzter Schwätzer wie der, wie heißt der Frank Schätzing. Aha. Von dem kenne ich nur den dieses Schwarm-Dings. Furchtbar. Fand ich okay. Was hältst du denn von Jack Ketchum? Nee.
Ja, es ist für mich so ein Fall, genau wie Richard Layman oder so, so Hit or Miss. Also entweder finde ich es geil oder es ist... Ja, generell ja, aber das Problem ist, es ist wesentlich mehr Miss als Hit dabei. Und zweitens, was mich auch unglaublich stört bei dem Typ, ist dieses... Der hat dieselbe Krankheit wie viele moderne Horrorautoren. Er flippt auf seinem iPhone. Und ja. Diesen Quatsch. Das kann ich nicht ertragen, so eine Scheiße. Das ist Rotz. Na, du musst es nicht mehr ertragen. Er ist ja letztes Jahr überraschend gestorben. Ach echt? Hab ich schon gehört. Was würdest du denn empfehlen? Was sollte man denn mal lesen? Ich habe viel gelesen in letzter Zeit, aber so richtig Highlights... Nee, ich meine jetzt von Ketchum. Achso, okay, gut, nein. Vergiss es. Coming-of-Age-Buch, vergiss es. Also, theoretisch würde ich sagen, Evil ist geil. Mhm. Aber, ja, nein, also für dich nicht. Ich würde es jedem empfehlen, dir nicht. Okay. Ja, dann werde ich es mal lesen, nur um dich anschreien zu können. Was ich dir aber echt empfehlen kann, ist, guck dir mal die alten Sachen von Robert McCammon an. Mhm. Sind auch Nieten dabei, aber da habe ich echt ein paar lustige Bücher mittlerweile entdeckt. Okay. Ist auch so einer, der hat auch ewig nicht geschrieben und hat dann scheinbar vor ein paar Jahren wieder angefangen. Mhm. Aber jetzt, mittlerweile, ich habe es hier liegen, ist so mehr so historische... Gruselromane als ja, gut, aber damit kann ich ja umgehen. Da habe ich ja keine Probleme mit. Ich kann es dir dann sagen, wie es ist, aber ich bin noch nicht so weit beim Lesen. Na, ansonsten habe ich mich ja jetzt die ganze Zeit durch Main John Stroll durchgekämpft. Also ich habe jetzt alles so wie schon gelesen. Und es ist immer dieselbe Geschichte. Es also, ist wirklich ohne Scheiß, es ist immer dieselbe Geschichte. Was ich dir vielleicht empfehlen könnte, ist Handyman Jack. Von F. Paul Wilson. Das Problem ist, du kriegst die teilweise nur gebraucht zu utopischen Preisen. Mhm. Ich konnte sie mir noch besorgen, als das losging. Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und mittlerweile ist das echt heftig, teilweise. Aber ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Ich würde halt gerne mal wieder so einen richtig schönen Geisterhaus lesen. Ich habe hier... Das Haus der Monster von Danny King liegen. Nicht verwandt oder verschwägert. Ja, aber den habe ich auch schon mal in der Hand gehabt. Ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe bis jetzt nur Gutes davon gehört. Na naja, gut, das hieß nicht. Ja, ich weiß. Also ich habe mich letztens so drüber aufgeregt. Sagt dir Justin Cronin was? Ja, ja. Sag mir bitte, ob ich bescheuert bin oder ob die einfach nur schlecht sind. Das ist doch auf 1000 Seiten nur... Seifenoper gedöns und ja, und der will nicht mit mir schlafen und er hat aber mit der geschlafen. Dann zwischendrin bringt er auf einmal seine Verwandtschaftsverhältnisse durcheinander. Auf 1000 Seiten, das muss er erstmal schaffen. Und dann zieht er die Scheiße auch noch über eine Trilogie, das heißt, du hast am Ende 3000 Seiten und davon kannst du 200 gebrauchen, na, jemand voll. Und jeder feiert die Scheiße. Das habe ich noch nicht gelesen, aber ich glaube, da muss ich dir sogar recht geben. So ungern ich das immer tue, aber ja. Nee, manchmal ist es wirklich so stinklangweilig. Also mir wurde ja gesagt, die sind ja die drei Bücher hier übergangen und wie es alles ist. Die sind ja eigentlich alle total überall gut bewertet. Die haben überall 4-5 Sterne. Und ich habe das erste Buch gelesen und ich dachte mir so, Warum? Könnte so schön sein. Nein, das Schlimme ist, das ist wie Puppenhaus. Es könnte so schön sein. Ja. Aber es ist nur scheiße. So, und dann letztens der Stormgoss vom Zeitsprung hat letztens durch Zufall getwittert, er hat jetzt seit Ewigkeiten das zweite Buch mal angefangen. Und angeblich würde wohl das zweite Buch ein bisschen ruhiger werden. Ob es das jetzt ist und ob ich mir dafür nochmal 1000 Seiten antue. Kennt sich halt noch mit mir, aber ich lasse halt ungern so Trilogien oder so offene Serien offen. Das ist halt scheiße. Ja, das Problem habe ich ja auch. Wenn aber da ist anfange... ja halt auf der anderen Art wieder meine Lebenszeit zu schade. Ach, wer will schon? Was ich dir aber sehr empfehlen kann, Michael Dessieux, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Da habe ich, glaube ich, mal was gehört oder gesehen, aber sagt mir jetzt im Großen und Ganzen nichts. Hat so Lovecraft, Cthulhu, große alten Geschichten, relativ neue. Ich glaube so 2010 oder so. Ist auch so eine 5er-5er-Buchreihe. Die graue Stadt. Ich habe ich mal was von gehört, okay. Aber ja. Axel. Sagt mir jetzt nichts, nee, also. Also kann ich dir empfehlen. Da hat, das sind so 5 kurze Bücher, immer so 200, 300 Seiten. Der erste war richtig gut. Der zweite war totale Grütze. Da habe ich es dann erstmal für 3 Jahre liegen lassen. Und die restlichen 2, 3 Bücher waren dann wieder richtig geil. Also, ist cool. Was ich jetzt im letzten Sommer angefangen habe, was ich jetzt auch weitermachen will, ist. Gesundheit. Wer ist denn da geplatzt? Danke. Ich fass nicht. Wie heißt denn der? Also ich hatte, glaube ich, schon mal empfohlen, die Black Tide Rising 4 Bücher von John Ringo. Ja. So diese Zombie-Apokalypse, Military-Action-Zombie-Apokalypse. Ich kann keine Zombies mehr sehen. Ja, in dem hier gibt es auch keine Zombies, aber es sind auch solche Monster halt, die Menschen verwandeln sich, ist auch so Military-Zeugs. Eigentlich bin ich da gar nicht so der Fan von, aber ist auch schön geschrieben. Nicholas Stansberry Smith heißt der Typ. Der Extinction Cycle, sind 7 Bücher. Ich werde dich nächsten Sommer auf dem Laufenden halten, da werde ich das dann komplett mal durchziehen. Nee, gut. Was mir Spaß gemacht hat, aber das ist halt, preislich sind die schon ein bisschen happig, aus dem Fester Verlag, die bringen eine Reihe raus, jetzt seit neuestem Pulp Legends. Ja. Ich habe die ersten beiden Bände, die erschienen sind, habe ich jetzt gelesen. Der zweite, der so aus der Sicht eines Hundes geschrieben ist, den fand ich ein bisschen merkwürdig, aber der erste mit dem schönen Titel Kommen, wir spielen bei den Adams, der war cool. Da fesseln und knebeln die Kinder den Babysitter und am Ende bringen sie so um und kommen damit auch durch. Das war richtig böse irgendwie, aber fand ich lustig. Na und ansonsten hatte ich ja letztens Ramsey Campbell, die Parasite. Aha, Campbell mag ich auch. Kennst du, weil die haben wir ja bei Dance Macher aber auch ab, als Empfehlung, daher kenne ich das auch nur. Und ich muss sagen, es hat ewig gedauert, ehe ich reinkam, aber am Ende war es echt scheiß gruselig. Ich habe auch, von Campbell habe ich auch noch Zeug hier liegen. Ein Autor, mit dem ich auch Spaß hatte, zum Teil jedenfalls, ist Brian Keene. Der hat auch so ein paar Zombie-Sachen geschrieben, die haben mir nicht so gefallen. Aber, und das ist jetzt wieder nichts für dich, der hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Leichenfresser. Und der war wie ein 80er-Jahre-King, aber im besten Sinne. Nur halt aber auch mit Coming-of-Age-Elementen. Aber das sagt mir, glaube ich, sogar was. Ich weiß nicht, ob ich es mal gelesen habe, aber es sagt mir was. Naja, und ansonsten werde ich natürlich demnächst die Bücher des Blutes mal anfangen. Ah, ja. Nachdem ich ja jetzt, wie gesagt, gelernt habe, dass Cliff Barker und Cliff Kassler nicht dasselbe sind. Der Barker hat auch dann kann ich dem Ganzen ja mal eine Chance geben. Der hat ja auch nicht so viel geschrieben. Den kriegt man auch durch. Ich habe auch Leute wie Graham Masterton jetzt ziemlich durch oder so. Das sind auch nette Sachen dabei. Oder von den neueren Autoren. Tim Curran hat mir Spaß gemacht. Der hat auch interessante Sachen. Ja, wir haben das gerade irgendwie ein bisschen in den Buchclub verwandelt. Seid ihr noch da? Lebt ihr noch? Halbwegs. Ich kann ja mal das Thema wechseln zu was ganz anderem. Christian! Sagt dir der Name Betty Page etwas? Oh ja. Ich natürlich bin ganz sagt bei dir. Was. Ja. Weißt du doch, was aus der geworden ist? Die ist bestimmt alt geworden und schrumpelig. Ja, und mittlerweile auch tot seit über 10 Jahren. Aber ich bin da vor kurzem drauf gestoßen. Die hat sich ja dann irgendwann Anfang der 60er komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
und ist dann ja auch ziemlich vergessen worden, bis dann in den 80ern jemand die Bilder gefunden hat und seitdem ist sie ein Kultstar. Sie selbst hat davon nicht so viel mitgekriegt, bis irgendwann mal ein Reporter sie aufgespürt hat und interviewt hat. Sie hat sich dann zu einer evangelikalen Kirche hinbewegt in den 60ern. Okay. Ja, hat dann auch da mal reingeheiratet und so, ist dann auch irgendwie geschieden worden, so das Übliche. Das haben dann verschiedene Leute, haben dann in den 90ern Interviews mit ihr geführt. Sie wollte aber auch nicht, dass das veröffentlicht wird. Sie wusste auch gar nichts von ihrer Popularität. Sie sei arm und nicht berühmt. Und 1998 hat sie dann ihre Meinung kurzfristig geändert und hat dem Playboy erlaubt, ein Foto von ihr abzudrucken. Soweit noch ganz normal. Ein aktuelles Foto damals oder eins von den guten? Vermutlich ein damals aktuelles. Ich kann es nicht genau erkennen. Ich meine, die anderen Fotos sind ja wahrscheinlich gemeinfrei oder sowas mittlerweile. Es gibt eine Biografie über sie, die einige sehr merkwürdige Punkte aufführt. Auch über psychische Erkrankungen und so weiter. Mhm. Und weil das sehr kritisiert wurde, es sei voller Lügen, hat der Autor dieser Biografie unter anderem einen Polizeibericht veröffentlicht. Also es scheint wirklich an paranoider Schizophrenie zu leiden oder litt daran. Und hat zum Beispiel 1979 ihren Vermieter niedergestochen. Also, okay. Ja. Die scheint auch nach ihrer Fotokarriere einige Sachen gemacht zu haben. Krass. Aber so interessant, dass du als Sexsymbol bist, ohne davon zu wissen. Also ich ja, meine, du kennst das ja. Ich kenne das Problem genauso. Ja, ja. Wow. Ja. Habt ihr eigentlich diesen lustigen Iron Tony auf dem Mal gesehen? Noch nicht, nein. Ich fand den erstaunlich gut, aber gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Ja, mir ist heute interessanterweise ein Manuskript in die Hände gefallen. Mhm. Auf CD. was zu einer König, Bube, Dame, Gastfolge zurückführte, wo einer der hier Anwesenden meinte... Oh Gott. Ja, genau. So, wir beenden an dieser Stelle. Also ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich mal da dran machen. Dank der Technologie kann sich ja auch Word-Dateien jetzt echt gut auf den E-Book-Reader machen. Ich muss mich mal an einen Science-Fiction-Roman machen, den jemand geschrieben hat. Bin ich froh, dass meine Sachen weggeschlossen sind. Also ich hoffe, die CD ist doch lesbar. Sie war ein wenig zerkratzt. Es besteht also noch Hoffnung für mich, meinst du? Ich hab's garantiert irgendwo auch noch auf einer Festplatte. Also. Ja, das. Hendrik, das ist das Problem mit den Kompromatenkoffern, nicht? Ja, ja. Ich veröffentliche es auch nur posthum. Ja, toll. Morgen stehst du vor meiner Tür mit dem Messer und dann habe ich das Problem. Let's kill Hendrik. Nee, bei wem soll ich denn dann grillen? Wen sollst du denn dann grillen? Zumindest die Nahrungsbeschaffungsproblematik hat sich dann erstmal erledigt. Denk an die Rohdäppchen. Ja, aber der Nährwert. Habt ihr denn alle keine methodisch inkorrekt gehört? Doch. Aber Junge, du brauchst nicht so viel Nährwert. Hey! Ach ja. Ja, ja. Ich hatte dir das schon mal empfohlen, Dela. Also Spuk in Hill House erscheint ja in einer neuen Ausgabe. Und im selben Verlag erscheint im Juni von Shirley Jackson, wir haben schon immer im Schloss gelebt. Ah.
Das klingt auch ganz interessant. Und ich habe eben den Verdacht, dass dieses Wir haben schon immer im Schloss gelebt eher die Grundlage für die Serie ist, die da gerade läuft, als das eigentliche Buch. Möglich. Weil so macht es den Eindruck auf mich. Aber also werde ich mich mal schlau machen. Ich auch. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal zulegen dann auch. Ja. Nee, gut, haben wir denn noch andere Pläne für heute? Abendessen machen. Das ist ein guter Plan. Wollten wir eigentlich vorhin noch was kaufen gehen, aber das hat sich jetzt zwischen erledigt. Ja. Geht doch zum Späti. Ja, bis ich da bin, ist nächste Woche. Dann haben sie wieder auf. Sogar unser Döner hier im Dorf hat zugemacht. Oh. Ja, super. Jetzt haben wir nur noch Tonis Imbissbude. Hat uns damit Pommes belegt. Die war echt gut. Ja. Ach. Ich glaube, ich könnte auch noch was essen. Was könnte ich noch essen? Keine Ahnung. Irgendwas finde ich bestimmt. Ich mache mir ein Brot. Ja, wahrscheinlich läuft es darauf auch auf. Dann. Mein Mund will nicht richtig. Das kriege ich auch immer gesagt. Dieser Satz hätte ganz anders ausgehen können. Nicht so, wie ich ihn verstehe. Oh je, wo bin ich schon gelandet? Schön, dass ihr da seid. Ja, schön. Endlich mal normale Leute. Endlich normale Leute. Hey, willst du mich beleidigen? Ja. Okay. Bin ich gut. Ist ja doch alles wie immer. Mein Stuhl. Wie gut, dann würde ich sagen, mach mal langsam mal die Ecken um und ich gehe nochmal in meine Plansche wieder. Ich könnte euch natürlich auch mitnehmen, also je nachdem, wie leidensfähig ihr seid. Wir sind sehr leidensfähig, aber. Aber ich bin auch sehr müde. Wir machen noch 5 Minuten, dann haben wir eine Doppelfolge und dann ist das gut. Ja, okay. Singen wir noch ein Lied zum Abschied. Okay, nein. Das möchtest du nicht, dass ich anfange, Lieder zu singen. Es war einmal ein Hamster. Ich finde ja das Lied, unsere Lieder von Slime sehr schön. Mhm. Weil tatsächlich, wenn du diese alten Sachen aus den 90ern oder so hörst oder aus den 80ern, die sind heute aktueller als je und das ist so traurig. Unsere Lieder sagen mehr als 1000 Worte. Das wäre mir lieber, unsere Lieder wären nicht mehr aktuell. Ich habe gerade erfahren, dass McDoof in der Schweiz Raclette-Bürger hat. Voll gemein. Wo kriege ich denn jetzt Raclette-Bürger her? Aus der Schweiz. Schreib einen Tipp an. Oder den Käsekeller. Raclette-Burger. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es pervers oder geil finde, aber. Ja, beides. Ja, wird das Samstag ist oft dasselbe. Bitte? Wird Samstag eigentlich gegrillt? Ich sag mal so, ich hab's jetzt nicht aktiv verhindern wollen. Der Grill ist da, ich muss noch Kohle besorgen. Das heißt, wenn ich Burgerbrötchen, Patties und Raclette-Käse mitbringe, machen wir unsere eigenen Raclette-Burger. Ja, mit Blackjack und Nutten. Oh, und Raclette. Oh ja, Käse und Prostituierte, was gibt es Besseres? Mit Käse überbackene Prostituierte. Ja, Frauen auf Brot. Deswegen haben die Deutschen so viele verschiedene Sorten Brot. Ja. Jetzt müssen wir nur noch an der Frauenvielfalt arbeiten. Ach. Andererseits, das kann auch keiner wollen. Ja, wer will schon viele Falten? Auch dieser Satz kann in meinem Hirn ganz anders ausgehen. Ich glaube, dieser Satz war so gemeint.
Nun gut. Meine Kniescheibe ist kalt. Meine Füße sind kalt. Das ist ganz entsetzlich. Wir könnten Tango tanzen, Flo, dann wird deine Kniescheibe warm. Ja, weil mir nichts eintritt. Ich tanze nicht mehr im Tanga. Nicht mehr seit was. Potsdok, ja. Aber du musst zugeben, dass Palmen und Rückenstand dir ausnehmend gut. Oh ja. Es hat halt mehrerweise so leicht Feuer gefangen, aber das könnte ja keiner wissen. Also es war ja nicht der erste Polizeieinsatz, den man nackt dahinter ausgelöst hat, aber es war einer der spektakulärsten. Aber der schönste. Ach, dieser Geruch von verbrannten Arschhahn. Ich liebe den Geruch von Arschhahn am Morgen. Aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich kann mich ja bis heute nur noch dafür entschuldigen, dass mit der Village People Covertruppe, das war jetzt auch nicht unbedingt meine beste Idee. Also, hätten wir klappen können. Also der Herr Zweikatz als Bauarbeiter war jetzt auch eine Fehlbesetzung. Ja, dank seiner Haarpracht ist er viel besser als Indianer geeignet. Ja. Ja, das wollte mir ja auch, eigentlich wurde mir das ja unter falschen Tatsachen verkauft. Weil eigentlich war er ja nicht der Bauarbeiter, sondern mir wurde das ja verkauft, als würde er quasi nur das Accessoire der Betonmischer sein. Dafür wäre er richtig gut gewesen. Weil er so einen großen Mischkübel hat. Aber nun, so ist das halt, wenn man nicht mit Profis arbeitet. Ne? Ach ja. Er macht nicht alles. Zum Glück hat der Ansgar davon Tonaufnahmen gemacht. Hallo, Ansgar. Ach, ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder zu Potsdok klappt. Ach, das klappt schon irgendwie. Ja. Ich tüte dich einfach ein und dann nehme ich dich mit. So, nun nehmen wir dich einfach mit und wir bauen dir eine Live-Leitung. Ja. Eine Lebenslinie auf Deutsch. Ja, genau. Nee. Oh, doch. Ja, nee, also, jo. Ach, geh fatt. Passt schon. Ansonsten brauchen wir halt so ein Gerät für virtuelle Präsenz. Du meinst eine Voodoo-Puppe? Dena, hab du hast gerade meinen Namen gehört. Ja, ich hätte gerne einen lebensgroßen Flo. Naja, eigentlich brauche ich gar keinen lebensgroßen Flo machen. Wir brauchen ja eigentlich bloß dein Kissen wiederverwenden. Das steht hier und guckt auf mich herab und verdreht die Augen. Weil so zum Nadel in den Augen pieksen und so reicht das ja. Es gibt ein Flohkissen? Du kennst nicht mehr Flohkissen? Vielleicht habe ich es auch vergessen. Das Nein, verdrängt. Ist gar nicht sehr unwahrscheinlich. Komm, leg deinen Kopf auf meinen Bauch. Tiefer. Tiefer. Es war aber tatsächlich dafür, dass es eins der ersten Dinger war, die ich überhaupt gemacht habe. Erstaunlicherweise habe ich die Form echt gut hingekriegt. Ja. Rund? Bin ich bis. Nee, eben nicht flohförmig. Ach so. Also so bubbelig überall. Der Sprumpel. Genau. Ah. Ach, der Sprumpel. Ja. Wobei, den blauen Sprumpel hat sie ja für Ansgar gemacht. Das war der Anfang des ganzen Elends. Der Anfang des ganzen Elends. Das lag am Spieleabend. Der Spieleabend lag an der Alex. Also ist Alex an allem schuld. Natürlich, das wussten wir ja auch schon. Ja. Ja. Wartet mal ganz kurz, ich suche mal eben das Flurkissen. Das werden wir auch in der nächsten Folge des Goldbube Dame Gastcastes besprochen haben, dass Alex in allem schuld ist, glaube ich. In einer der nächsten, ja. Ja. Wir sind da momentan ein bisschen non-chronologisch. Dauert doch bis März. Ja. Mal gucken. Naja, es wird auf jeden Fall bis März dauern. Ich meine, dass hier, wer weiß, wann diese Folge des A und V Podcasts veröffentlicht wird. Ei, morgen. Nein, ich weiß noch nicht. Morgen schneide ich die zwei Teile. Wie, mal gucken wir mal. In der Mitte durch. Achso, okay. Dann gucken wir mal, wenn wir das auswerfen tun. Ha, ich hab's gefunden. Moment. So, man würde bitte in den Chat gucken. Ihr könntet das natürlich auch alles in den Shownotes sehen, wenn wir Shownotes hätten. Ah, doch, den habe ich schon mal gesehen.
Ja. Aber da fehlt ja ein Körper. Ich musste es im Laufe der Zeit mal ein bisschen Füllwatte nachfüllen, ja, aber ansonsten. Das habe ich, glaube ich, auch damals noch mit der alten beschissenen Füllwatte gemacht. Das ist noch so Reißfaser gewesen. Ach, weiß ich gar nicht jetzt. Jetzt momentan arbeite ich ja meistens so mit so flockenartigen Gedöns. Oh. Das geht ein bisschen besser, weil das verliert sich wohl nicht so schnell. Ich kenne nur das von meiner Mutter, dieses Füllwattenzeugs. Da habe ich auch schon verschiedene Qualitäten durchkaufen müssen. Ja. Guck mal für mich, wo du was findest. Das ist schon alles ein Elend. Auch genauso das Elend mit den Wolfram. Aber da fange ich jetzt gar nicht an. Ich habe letztens wieder da gesessen zwischen fünf verschiedenen Goldtönen. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre Gold irgendwie definiert, oder? Hm? Ja, meinst du jetzt Rotgold? Oder Gelbgold? Oder Weißgold? Oder Goldgold? Und das alchemistische weiße Gold, was durch die... und so weiter, ich weiß schon. My gold is golder than your gold. I call it gold gold. Und der goldene Lack für den Zweier Golf hieß Antilope Metallic. Den habe ich gesoffen. Das merkt man heute noch. Apropos Lacksaufen. Ja. Nein, jetzt so ein Scheiß. Hat einer von euch jemals im Fernsehen das Geheimnis von Oak Island gesehen? Nein. Ah, das sagt mir was. Also ihr müsst wissen, bei Oak Island ist ja, also ich habe so die letzten drei Staffeln jetzt nicht mehr verfolgt, aber mein letzter Stand war irgendwas mit verfolgter fossiler Alien-Kacke. Nee, dann kenn ich's doch nicht. Da war halt von Wikinger bis Tempelritter bis was weiß ich was und Aliens und irgendein Alien hat da halt einen Tempelritter auf den Kopf geschissen und seitdem ist da fossile Alien-Kacke und was weiß ich was. Und da sind jetzt so fünf Bekloppte, die eben auf dieser lustigen Insel da rumgraben und basteln. Was ja eigentlich voll mein Job wäre, in diesem Universum, wenn es fair wäre. Und darüber gibt es jetzt, ich glaube, 13 Staffeln oder sowas. Die Serie läuft seit 2006 und läuft immer noch. Jaja, und es ist halt so Kabel 1 Doku in ganz schlimm. Ach Gott. Nee, kenne ich tatsächlich doch nicht, aber auch einen habe ich schon mal was von gehört. Also wenn ihr was richtig braucht zum wirklich Gehirn einmal total durchspülen, das empfiehlt sich sehr. Kann man sehr viel Spaß mit haben. Na, ich habe erstmal andere Fernsehserien hier liegen. Zum Beispiel habe ich mir Monster Squad gekauft aus dem Jahr 1976. Mhm. War lange auf meiner Liste. Das ist eine Serie, in der ein Wachmann in einem Wachsmuseum im Keller Frankenstein, Dracula und den Wolfsmensch findet. Und die tun sich dann zusammen, um Verbrechen zu lösen. Das klingt doch nach total... seriöse Unterhaltung. Ja... Ich werde darüber berichten. Ja, aber andererseits, was werden über uns irgendwann mal in 30 Jahren für Filme und Serien gedreht werden? Die Abenteuer von Alt und Verbittert? Ja. Dena 3, die Rache. Genau. Dena 7, die Rückkehr. Godzilla vs. Dena. Das arme Monster. Hey, aber eigentlich bin ich doch viel mehr Baby-Godzilla. Von der Niedlichkeit her. Kennt ihr noch Baby-Godzilla? Natürlich. Nein. Baby-Godzilla war toll. Was? Du kennst Baby-Godzilla nicht? Nein. Wie viele Godzilla-Filme hast du denn gesehen? Ich oder Jonas? Jonas. Einen. Welchen? Den mit Jorino. Oh Gott, den schlimmsten. Den besten. Also Baby Godzilla also oder... ich finde die Aussage, also mir ist so aus dem Film vor allem eine Sache im Kopf geblieben, wo die Kaugummis austeilen und fangen an zu kauen und irgendwer fragt, warum macht ihr das denn? Das wirkt amerikanischer. Das fand ich echt super.
Also, vielleicht war das auch das Beste an dem Film. Aber es gibt zwei Godzilla Juniors. Also der Godzilla Junior, der ist tatsächlich von 1993, der ist noch nicht so alt und der ist auch nicht so interessant. Nee, ich bin jetzt 67er. Genau, Minilla. Erstmals aufgetreten in Son of Godzilla, weil er ist der Sohn von Godzilla. Und ich habe euch gerade beide Links in den Chat geschrieben. Ja, er sieht echt toll aus, oder? Ja. Und bevor jemand fragt, natürlich habe ich alle Godzilla-Filme hier. Ja, selbstverständlich. Wer hat das nicht? Ja. Ich meine, Jonas zählt nicht. Jonas ist Jonas. Ja, teilweise gibt es die, glaube ich, gar nicht so auf Deutsch offiziell zu kaufen. Das ist. Wer braucht denn auch Godzilla auf Deutsch? Ja, auf Japanisch macht er mehr Spaß. Was hat das arme Tier? Das sieht hat es gerade gekotzt? Das sieht ein bisschen aus wie aus die Dinos, oder? Ja, aber deswegen finde ich den ja so toll. Und vor allem genauso, ihr müsst euch vorstellen, es gab ja mal eine Zeit, ich will nicht sagen, wo ich laufen konnte, aber wo ich eine ähnliche Fortbewegungsart hatte. Und wenn ich das gemacht habe, sah das genauso aus wie bei ihm. Nur in weniger dick. Ich sehe gerade, es gibt noch mehr Mini-Godzillas. Es gibt Godzuki, Godzillas Neffe aus einer Zeichentrickserie von 78. Okay. Dann Godzilla Junior, der auch Baby-Godzilla genannt wurde, der dann 1993 in die Filmreihe eingeführt wurde. Und es gibt Baby-Godzilla aus dem 98er Godzilla, das ist der mit Jean Reno. Und, Aber der ist ja rot. Ja, und der Godzilla-Zeichentrickserie, die also von auf dem Film basiert und tatsächlich besser ist als der Film. Mhm. Aber Godzilla ist cool. Ja, Godzilla ist cool. Aber da bist du ja, bin ich ja gleich beim richtigen Profi. Was ist das Unterscheidungsmerkmal, das Signifikante von einem Godzilla zu einem, ich sag mal, normalen Dino? Jetzt rein. Fünf. In der Optik? Also wenn du ein optisches Unterscheidungsmerkmal bräuchtest. Ja, zum Beispiel die, wie nennt man das, diese Stacheln auf dem Rücken, die sind jetzt nicht so unbedingt Dino-Art. Und auch die Arme sind, glaube ich, ein bisschen größer und ja, der ganze Aufbau ist eigentlich in. Ja, ich weiß nicht, ob es. Es ist Dino-ähnlich, aber es ist nicht wirklich Dino. Naja, muss ich mal was einfallen. Ja. Und nicht optisch ist natürlich dann sowas wie. Die Radioaktivität, aber die kannst du wahrscheinlich nicht erkennen. Ich sag mal so, solange ich keinen kleinen Uranbrennstoff irgendwo auftreiben kann, wird das schwierig. Wir sprechen nach der Sendung nochmal. Vielleicht kann ich dich bei uns in den Teilchenbeschleuniger stellen. Aber hey, tatsächlich habe ich da gerade eine Idee. Du könntest dir ein Mini-Tokio häkeln. Nein, aber erstens komme ich aus dem Erzgebirge. Mhm. Und zweitens kam mir gerade die Idee, man könnte aber so Dunkelleuchtwolle nehmen. Es gibt ja auch, also wenn du die neueren Godzillas anguckst, der hat noch so ein paar mehr Stacheln an allen Ecken. Mhm. Vielleicht kann man da noch ein bisschen variieren. Naja, das, mir wird schon was einfallen. Um das Thema auf was völlig anderes zu lenken. Wisst ihr durch Zufall, wie Kuhnamen verteilt werden? Wie was? Die Namen von Kühen verteilt werden. Ist das so ein Ding, so das Erste, was der Bauer sagt nach der Geburt der Kuh, ist der Name? Also das sind ja eigentlich immer Weibernamen. Ja, genau. Es sei denn, es ist ein Rind. Geht das aber ich glaube, also bei unseren Bauern wüsste ich nicht, dass wir die Rinder oder die Ochsennamen hätten. Ich frage deshalb, weil ich bei der wahrscheinlich Landwirtschaftskammer Bayern auf die Liste aller in Bayern verteilten Kuhnamen gestoßen bin. Okay. Inklusive der Anzahl, wie viele Kühe diesen Namen tragen. Und es gibt erschreckend viele Kühe, die Achtung oder Obacht heißen.
Das sind die Killerkühe. Weil Kühe bringen ja mehr Leute um als alle anderen Tiere. Achtung, ja, ich pass auf, ich meine nicht sie. Nein, ich konnte ja so nach Weihnachten beim Spazierengehen bin ich bei einem Bauernhof vorbei und da hat dann der Bauer gesagt, komm mal, ich zeig dir mal, was ich zu Weihnachten gekriegt habe. Es war ein Christkindchen. Das ist ein Satz, der nur schief gehen kann. Ja. Nein, es war ein Christrindchen. Und er hatte dann ein bisschen älteres, das wäre, glaube ich, auch mit mir nach Hause gekommen, das Kälbchen. Witzig. Es hat versucht, meine Hose zu fressen. Schon zerlegt, ja, oder? Nein, tatsächlich noch nicht. Das heißt besonders zart. Ja. Über 500 Kühe in Bayern heißen Qualle. Okay. Aber das widerspricht ja schon mal deiner Theorie, dass das das Erste ist, was der Bauer gesehen hat. Weil ich glaube nicht, dass die sonderlich viele Quallen zu Gesicht bekommen. Und 150 heißen Quote, das finde ich auch irgendwie. Also die Quotenkuh. Ich glaube, das sind die Namen einigermaßen regelmäßig übers Alphabet verteilt. Ja. Also es sind halt auch ganz viele normale Namen bei, wo man auch seinem Kind geben könnte. Ja, weil vielleicht ist es dann wirklich so, dass sie die Namen in alphabetischer Reihenfolge vergeben, wie bei Tiefdruckgebieten und sowas. Oh. Werde mich bei der nächsten Landwirtschaftsmesse mal schlau machen. Mach das. Du kannst auch die Zahnärzte fragen. Wir könnten natürlich auch eine Frage an den Kuhverstand-Podcast stellen. Was? Ja, es gibt einen Podcast. Wunderst du dich ernsthaft noch? Nein. Den gab's zumindest mal. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und 260 Kühe heißen Zyste. Ja, wenn irgendjemand da draußen Ahnung hat, dann... Ne? Ja, das scheint es noch zu geben. Back Air und Feed. Ja, letzte Folge vom 9. Januar diesen Jahres. Ja. Ich habe den Menschen beim Podcamp 2017, glaube ich, kennengelernt. Der weiß das auch. Ja. Oder war er schon weg, wo ich komme? Nee, du kanntest ihn, weil du hast. Dessen Freundin mit wem anderes verwechselt und war. Okay. Ja, du brauchst gar nicht weiter sprechen. Yeah. Alles klar. Ja. Immer diese Sätze, wo man schon weiß, dass sie irgendwie Kühe heißen Twitter. Das ist wirklich faszinierend. Also falls ihr... Jetzt muss ich kurz das recherchieren. Ich finde es ja traurig, dass Alma nur noch auf Platz 2 ist. Ach. Warum essen eigentlich 15 Kühe Aachen? Weiß ich, aber 2535 heißen Lima. Wie viel heißen Sprumpel? Warte, ich guck mal. Und 47 heißen Ex. Ja, gut, die sind das finde ich ja schon wieder nachvollziehbar. Oh je. Ja, heute habe ich meine Ex geschlachtet. Und halt sowas wie erste, zweite, dritte.
Was? Aber nur 67 heißen Strudel. Und kein Sprumpel. Ja, schade. Aber 48 Sputniks. Ein paar Svenjas kommen auch drin vor. Tja, ja. So. Aber was ist der Unterschied zwischen den 17.294 Steffis und den 13 Steffis, die genauso geschrieben werden? Das geht sich gar nichts an. Okay. Vielleicht ist das eine I eigentlich ein kleines L. Oh. Na gut, meine lieben Freunde. Kann ich wirklich nicht sagen, weil ansonsten... Nein, Dela, so geht das hier nicht. Wir haben hier kein Ende in diesem Podcast. Das heißt, 51 Kühe heißen Spalte. Und 82 Spargel. Ich wollte auch eigentlich nur anmerken, dass ich jetzt entweder ins Bad kurz verschwinde oder sich das Problem mit den kalten Füßen gleich aus anderen Gründen gelegt hat. 14 heißen Spaghetti. Gibt's auch welche, die Pizza heißen? Hättest du jetzt nicht gefragt, hätten wir das als Ende nehmen können. Jetzt muss ich nachgucken. Wenn du mich schon quälst, dann muss ich da ja mitmachen. Also Pizza mit TZ heißen 176. Das ist ja schon mal was. Pizza mit einem Kuh-Pizza. Z 345. Ich muss nachdenken. Kuhpizza. Und ja, Pizza klar. Wie Pizza 1123. Okay, immerhin. Was ich interessant finde, ist, dass wenn man diese Liste mit P vorne guckt, dass die sind alle in Großbuchstaben geschrieben, die Namen, aber die O's sind klein. Der Name Platz 13 ist auch nicht nur einmal vergeben. Ach. 1239 Pandas. Aber nur 12 Pokémon. Und 91 Pandas. Pampas. Oje. Tja. Wir sollten öfter Gäste haben. Aber das eskaliert doch immer so. Oh, ja, deshalb. Ach, Gäste werden überbewertet. Zumindest in meinem Fall.